willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir befinden uns in der Ultra-Bonus-Woche 2. Ramses ist mal wieder auf dem Weg zum Seminar. Wir wollen jetzt erstmal 8-7 Kilometer Eier öffnen. Auf der Suche nach den shiny regionalen Pandimos, könnt ihr ja hier in Europa auch wild fangen als shiny. Das erste ist ein Bonera. Ich habe die WP leider nicht im Kopf, ist aber auch kein gutes. Wir drücken mal weiter durch. 8 Eier müssten es, glaube ich, sein. Ein Tauros. Gut, das müsste 1478. Sieht schon besser aus. 15 Angriff. Rest leider auch nicht so. Ich muss gucken, wo ich hindrehe. Eben erst der Wecker geklingelt. Noch total verschlafen. Ein Kangama hinterher. Leider auch nicht shiny. Aber trotzdem bei dem Account wenigstens der Pokédex-Eintrag. Auch nichts Besonderes. Wir drücken mal weiter durch. Also nicht wundern. Bei meinem großen Account habe ich ja schon alle regionalen und noch sonstiges. Und das nächste Tauros mit 1443. Auch nicht so krass. Ich habe mir auf jeden Fall geschworen, nach dem komischen 2 Kilometer Eier Event, wo ich immer zu Brutmaschinen gekauft habe und nach 277 Eiern immer noch kein shiny Mobile gehabt, dass ich nie wieder so viel Geld in Brutmaschinen stecke. Deswegen laufe ich jetzt gemütlich mit den zweiten Accounts, mit den dritten Accounts, denn da habe ich immer Münzen drauf gespart von den Arenen. Ah, Lola Dicta. Denn da kostet es nichts, da habe ich so viele Münzen drauf, dass ich mir da ein paar Pakete auch holen konnte, um da auch zu brüten, ohne irgendwas zu investieren. Und wenn da was drauf sein sollte, kann ich mir das immer noch rübertauschen, da ich eh überall Best Friend bin. So hat der Große mal ein bisschen Pause, ein bisschen Urlaub. Bei dem Großen mache ich nur mit dem unendlichen Inkubator momentan. Aber es lohnt sich nicht, jetzt extra eine Folge zu machen, wo ich nur ein einziges Ei aufmache. Deswegen. Ich glaube, die letzten Eier, die da drin waren, waren wahrscheinlich auch noch alte. Deswegen so viele Babys. Auch keine guten. Eins haben wir noch, nicht? Gut, da leider nichts dabei. Trotzdem schon mal 3 regionale. Hätte auch schlechter sein können. Ich habe ja damals, als das erste Mal, letzten Sommer, dieser Ultra-Bonus war, wenn man das so nennen wollen, gab es ja auch die regionalen in Eiern. Da bin ich auch los und habe 24 Folgen gedreht. 18 Eier Folge 1 bis 18 Eier Folge 24. Jedes Mal 18 Eier gebrütet. Auf der Suche nach den regionalen habe ich auch so viel reingecashed und eine Statistik gemacht, wie viel drin waren. Pandimos hatte, glaube ich, gewonnen. War am meisten vertreten. Jetzt geht es also darum, alles wieder zu machen, diesmal die Shinies zu suchen und möglichst viel Geld auszugeben. Aber nicht mit mir. Ich habe nicht umsonst gespart an Pässen, an Coins, an allem anderen, dass ich jetzt immer schön auf den zweiten Accounts brüten kann, ohne auch nur einen Cent in das Spiel zu stecken. Das geht erst nächste Woche wieder los, wenn Mewtwo in die Raids erscheint. Denn bei Mewtwo ist es wieder was anderes, da lohnt sich's. Da werden auf dem Kleinen wieder die freien Pässe weggemacht. Und auf dem Großen wird geradet, was das Zeug hält. Jetzt aber erstmal auf dem Weg zum Seminar. Und gucken, ob wir vielleicht dann in der Mittagspause noch einen Deoxys-Raid irgendwo reinquetschen. So, da sind wir wieder zurück. Leider nicht mit einem Raid. Dafür nochmal mit 8-7 Kilometer Eiern. Immer noch auf der Suche nach den Kontinentalen und nach Shinies. Beziehungsweise eigentlich nur nach Shinies. Denn den Rest haben wir ja schon alles. Hier drücken wir jetzt mal drauf. Machen 8 Stück auf. Und eins habe ich auf jeden Fall für euch. Was ultra Besonderes. Das zeige ich euch dann aber am Schluss. Erstmal haben wir hier ein Mobile. 1600 Staub. 15 Verteidigungen, gut, ist jetzt nicht so krass, denn ein Ei habe ich im unendlichen Brüder gehabt, das ist zwischendurch aufgegangen, deswegen habe ich da leider kein Video davon. Da ist mal ein Porenta,
leider kein Shiny, im Pokédex registriert, ist wieder ein kleiner Account, also nicht wundern. 903 Staub und Angriff 15, das können wir auch mal mitnehmen. Dann haben wir das dritte Ei. Und in dem Unendlichen habe ich eins drin gehabt, das ist aufgegangen und das muss ich euch dann noch zeigen. Das ist das Highlight auf jeden Fall von der Folge. 1267 Staub, schlechte Werte, braucht man nicht, auch kein Shiny. Ich weiß auch gar nicht, wann ich die Folge hochlade oder ob ich die überhaupt hochlade, weil ich momentan immer zu so viel Content habe und immer zu passiert was anderes. Ein Izzo mit 1054 Staub und... Oh, auch schlechte Werte, kann eigentlich auch direkt fort. Und ich habe immer zu so viel Content, ich weiß überhaupt nicht, was ich hochladen soll. Jetzt habe ich heute früh, bevor ich los bin, schon was hochgeladen. Werde nachher noch was hochladen, wird abends noch was Drittes hochladen, aber drei Videos am Tag überfordern die Leute bestimmt. 1500 Staub bei dem Elekid, auch nichts Besonderes. Eins haben wir noch, zwei dürfen wir noch haben. Wir gucken mal, was noch dabei ist und ob das erste Shiny dabei ist. Nein, aber ein Kangama mit Pokédex-Eintrag. Richtig genial. Da freut sich der kleine Account, dass der auch mal was abkriegt. 1040 und KP auf 15. Ein Ei aus Eisfeld. Ei aus Eisfeld. Wer das geschickt hat, Dankeschön nochmal. Habe ich hier auch einen Kangama. Kann man natürlich tauschen, auch für Glücksregionale. Dann noch ein Alola Bullpix, 1071, 15 Verteidigung aus Österreich. Kann man ja wie gesagt auch jetzt in der Wildnis fangen, genau wie das Alola Sandan, genau wie Flunkiefer, genau wie Absol. Noch ein Knopsi, würde der Ismo jetzt sagen, also ein Knospi hinterher. 1600 Staub, 15 Verteidigung. Das waren jetzt die Eier. Jetzt zeige ich euch noch was richtig Krasses. Ich habe nämlich noch ein Tauros ausgebrütet und wer die WP sieht, der weiß eigentlich jetzt schon Bescheid. 14,97. Wir bewerten das auch mal und ihr seht einfach mein, oh mein Gott, es ist ein 100%iges Tauros aus dem Ei in der Nähe von Römhild, Thüringen. Ein 100% Tauros aus dem Ei. Wir schreiben gleich mal eine 100 dran. Sternchen ist schon dran. Lass mal so. Da schreit's nochmal. Leider kein Shiny. Also in der Folge nichts dabei. Wir sammeln aber noch ein bisschen, wenn wir wieder 9 Eier haben oder 8 Eier, je nachdem. Werden wir mal noch ein bisschen was abfilmen, aber immer nur mit den, also ohne auf dem Hauptaccount Coins zu kaufen. Immer nur mit den Coins, die ich hier immer noch zur Verfügung habe. Ihr seht, 181 ist nicht mehr viel, aber ein paar Brutmaschinen waren noch drauf von dem letzten Event. Die werde ich noch wegmachen und werde es diesmal gemütlich angehen lassen. 277 Eier ohne Shiny Mobile, nicht mit mir. Bei den regionalen wird das sicherlich anders ablaufen. Da werde ich wahrscheinlich auch 0 Shinies bekommen, aber eben nur 5 Eier brüten oder so. Nein, wir haben jetzt schon 16, das war es aber von der Folge. Wir melden uns wieder, 100% Tauros dabei, richtig genial. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramsus.